Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Die erste Antwort ohne Frage, die fällt direkt aus. Ist dasselbe Visual Style wie gestern. Gibt es immer noch auf deviantart.com für Windows XP. Gelöscht wurden alle Fragen zum Video, in dem wir vor kurzem gezeigt haben, wie man über das YouTube Content Management System verschiedene Accounts verlinken kann, sodass der verlinkte Account ebenfalls Partner-Account-Status hat. Wir sind davon ausgegangen, dass das ein Partner-Feature ist, das jeder Partner hat. Da sind wir allerdings wohl von völlig falschen Tatsachen ausgegangen, denn wir haben jede Menge E-Mails dazu bekommen von anderen Partnern, die es nicht konnten. Wir wissen selbst nicht, warum wir das können und sie das nicht können. Wir wollen aber nicht anderen unnötig den Hals lang machen und deswegen haben wir das Video einfach wieder runtergenommen. Also, wir können ihnen da auch nicht helfen. Wir haben bei YouTube nicht darum gebeten, sage ich jetzt mal, diese Möglichkeiten zu bekommen. Eventuell hat es was mit der Masse unserer Videos zu tun. Denn wir können über diese Geschichte noch wesentlich mehr einstellen, als eben jetzt nur diese Partnerverlinkung machen. Und das macht halt zumindest jetzt aus unserer Sicht aus dahingehend Sinn, dass wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine Werbeoption für seine Videos aktivieren möchte, dann können wir das mit einem Mausklick für alle 1800 Videos machen. So, wenn Sie das jetzt eventuell auch nicht können, weil Sie eventuell sagen, gut, ich habe aber nur 30 oder 40 Videos, dann macht das vielleicht bei Ihnen mehr Sinn, dass Sie das nicht unbedingt brauchen und bei uns hatte man eventuell Mitleid und hat es deswegen bei uns, sage ich jetzt mal, eingebaut. Wie gesagt, wir können daran nichts ändern und wir können auch die üblichen anderen Anfragen bezüglich, ob wir jemand anderes zum Partner machen, natürlich ebenfalls direkt ablehnen, denn ich war irgendwie der Meinung, das wäre deutlich genug rübergekommen. Wir sind vertraglich dazu verpflichtet, haben wir schon in mehreren anderen Videos gesagt, nur unseren eigenen Content hochzuladen. Das heißt, wenn wir jetzt Ihren Kanal zum Partnerkanal machen, dann haben wir nicht eigenen Content hochgeladen. Und insoweit haben wir direkt gegen unseren Vertrag verstoßen. Und ich schätze mal, da kann man die Stoppuhr schon starten, bis wir dann unseren Partnerstatus auch verloren haben. Und damit hätten Sie dann am Ende des Tages auch nichts gewonnen. Deswegen die Fragen alle gelöscht. Die erste richtige Frage, die kommt von User DG Stuxor und er hat die Frage, kann ich zwei Laufwerke an ein IDE-Kabel packen? Ja, das geht wunderbar. Sie schreiben es ja auch genau, wie es hier geht. Zitat aus dem Handbuch. Schauen Sie sich die zwei Festplatten an oder schauen Sie im Internet nach, wie die Jumper gesetzt werden müssen. Jumper, das sind so zwei kleine Brücken. Ist wie so eine Art Stecker. Vielleicht kennen Sie noch Mini-Steck. Irgendein Spielzeug für Kinder. So ähnlich ist das Ding aufgebaut und Sie müssen das über zwei Pins stecken, damit diese zwei Pins quasi Strom haben oder mit der Strom fließt und dann weiß die Festplatte, dass der Stecker sitzt. So, und Sie müssen halt eben die erste Platte als Master jumpern und die zweite als Slave. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Ihr Rechner sehr alt ist. Insoweit geht theoretisch auch die Einstellung Cable Select. Das sollte eigentlich die Standardeinstellung sein, dann brauchen Sie gar nichts machen. Es gibt allerdings noch ein paar alte Platten, die wurden damals standardmäßig als Master gejumpert, was ziemlich unclever ist. Aber egal, aber genau so geht's und ja, es geht. Dominix 2808 VB 2008 Mittig drucken. Er fragt an, wie man das Ganze machen kann. Wir haben schon ein Video zum Drucken gemacht, schauen Sie sich das mal an. Viel weiter können wir Ihnen da jetzt auch nicht helfen, weil das Thema ist nicht unkomplex. Deswegen können wir da jetzt hier auf die Schnelle nicht sagen, machen Sie es so, so, so und so. Deswegen schauen Sie sich erstmal unser Video an, ob es nicht eventuell schon die Lösung bringt. Broadcasten TV, Bildschirmauflösung bei Windows 7. Er fragt, wie man das hinzufügen kann und es gibt ein Video auf YouTube, ist nicht von uns, aber der Kollege hat das mal uns gezeigt. Er wollte uns dahingehend helfen, dass wir innerhalb unserer virtuellen Maschine die Auflösung verändern können. Und wir haben das nachvollzogen und es funktioniert auch ganz wunderbar. Daher kennen wir den Trick jetzt ja auch. Aber wie gesagt, da müssten Sie vorher sicherstellen, dass das nicht Ihre Max-Auflösung überschreitet. Wir schauen mal zu, dass wir das Video finden, dann können wir es Ihnen noch schicken. Aber wenn es nicht klappt, dann eben einfach selber mal suchen. Nächste Frage. The Sam Fisher 1976. Man in the Middle. Ja, er glaubt, er hat das schon mal gemacht. Was kann man da machen? Ich nehme an, Sie glauben, da war jemand in Ihrer Mitte. Kann man das rückgängig machen oder ändern? Nein, rückgängig machen oder ändern können Sie nichts. Wenn der immer noch da ist, haben Sie immer noch das Problem. Dann müssen Sie sehen, dass Sie den aus Ihrem Netzwerk rausschmeißen. Denn der ganze Angriff funktioniert ja nur, wenn der in Ihrem Netzwerk sitzt.
Er muss also in ihrem LAN sitzen, deswegen besondere Bedeutung in dem Video auf WLAN oder eben wenn sie im Internetcafé sind oder eben einem öffentlichen Computer, da kann sowas passieren. Wenn sie jetzt zu Hause sind hinter ihrem eigenen Router und da sonst keiner im kabelgebundenen LAN ist, dann kann das auch so nicht sein, aber egal was da ist, sie können es nicht ändern. Sie können den Rechner einmal neu starten, dann ist der Gateway-Rechner, der feindliche Gateway-Rechner, ist der auf jeden Fall wieder weg. Allerdings, wenn der da noch da ist und wieder ARP-Poisoning macht, dann schaltet er sich auch immer wieder rein. Aber ich denke mal, das dürfte so nicht ganz sein. Hertha Ballas, okay, hat ein bisschen länger gedauert. Hertha Ballas fragt an bezüglich eines Online-Spiels, das schon 3 Jahre lang existiert und aus irgendeinem Grund bestehen dort wohl derzeit Serverprobleme und die werden wohl nicht gefixt. Und ihn stört das Ganze insoweit, dass er. Oder dass das Spiel wohl immer noch verkauft wird. Ich weiß jetzt nicht so genau wo. Ich bin da nicht ganz genau durchgestiegen. Ich habe es aber auch nur quer gelesen. Also das Spiel wird wohl immer noch verkauft und er fragt ihn eben, ist das erlaubt? Ja, das ist die allgemeine Frage. Ist das erlaubt? Eigentlich nein, es verstößt gegen die guten Sitten. Und insoweit ist das eigentlich nicht, also dieser Terminus, das verstößt gegen die guten Sitten, der kommt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ist nicht so, weil ich besonders penibel bin. Aber wenn etwas gegen die guten Sitten verstößt, das heißt, jemand verkauft etwas und bringt keine Gegenleistung, dann sind sie natürlich dazu berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Oder die Frage ist, ist überhaupt ein Vertrag zustande gekommen, wenn der sie von vornherein getäuscht hat? Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob diese ganze Frage überhaupt auf ihren Fall zutrifft, denn sie hatten den Vertrag ja eventuell schon seit 3 Jahren. So, sie zitieren noch die AGBs von dem Unternehmen, aber da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Die sind in der Regel nicht das Papierwert, auf dem sie nicht geschrieben sind, da sie auf Online-Seiten daherkommen. Nehme ich jedenfalls mal an. Wenn ich solch ein Spiel gespielt hätte, dann wäre ich ja immer noch darüber, sage ich jetzt mal, recht enttäuscht, dass ich das seit 3 Jahren spiele und auf einmal abrupt unterbrochen werde. Ansonsten. Das funktioniert in der Regel nur übers Geld. Holen Sie sich das Geld so weit wie möglich zurück. Ich schätze mal, die haben da per Bank abgebucht. Gehen Sie zu Ihrer Bank, sagen Sie denen hier die letzten 3, 4 Monate, soweit Sie können. Und die Banken können, wenn Sie ein bisschen Druck machen, recht weit zurückgehen. Ja, einfach sagen, so, zack, zurück das Geld. Und dann laufen die Ihnen zur Abwechslung mal hinterher. Und ja, wenn Sie dann da eben, ich sage jetzt mal, genug Durchstehvermögen haben, dass Sie einfach sagen, die können mir so viel drohen, wie Sie wollen, die kriegen keinen Pfifferling. Denn wenn die sich wirklich so verhalten haben, wie Sie es geschrieben haben, dann gehen die ja nicht vor Gericht. Denn dort müssten Sie ja dem Richter erklären, warum die auf einmal seit 3 Jahren da nichts mehr gebacken kriegen. Vorausgesetzt natürlich, die Story von Ihnen stimmt auch so, womit ich jetzt nicht anzweifle, dass Sie da jetzt unbedingt Unsinn erzählt haben, sondern einfach, es könnte ja theoretisch möglich sein, dass Sie der Einzige sind, der diese Schwierigkeiten hat. Theoretisch. Ja? Also, ich glaube Ihnen grundsätzlich, dass Sie das geprüft haben. Aber wenn Sie natürlich jetzt der Einzige sind und die Firma nachher nachweisen kann, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie sie das machen sollte, aber wenn die Firma nachher vorstellen kann, bei uns läuft der Server völlig rund und du Kunde bist schuld, weil du den Trojaner eingefangen hast, dann stehen Sie natürlich vor Gericht nicht wirklich gut da. Also deswegen das vorher prüfen und dann entsprechend durchziehen die Nummer. Aachenboy 95. Es geht sich nochmal um den Clickbot. Er hatte uns diesbezüglich schon mal gefragt. Wir hatten ihm gesagt, schauen Sie sich mal Bildschirmlupe in Verbindung mit Screenshot an. Und er weiß ja allerdings immer jetzt noch nicht so genau, wie er die Pixelfarbe auslesen kann. Und ja, das ist richtig. Das habe ich allerdings auch so gesagt. Denn ich hatte gesagt, in den 2 Videos werden nur ähnliche Techniken gezeigt. Sie müssen das in dem Moment abwandeln, wo Sie kurz davor sind, wo wir in diesem Bildschirmlupe-Video gesagt haben, hier die Pixel. Da geben wir einen ganz bestimmten Befehl ein, Punkt, und dann sagen wir Koordinaten für die Bildschirmlupe. Und Sie müssen eben nicht Punkt Koordinaten nehmen, sondern Sie müssen den Befehl finden, aus dem hervorgeht Punkt Bits Punkt Color oder sonst irgendwas. Ich kenne den Befehl jetzt hier auf die Schnelle auch nicht. Deswegen hatte ich Ihnen nur gesagt, gehen Sie da mal dran, schauen Sie sich das Video an. Da finden Sie, sage ich jetzt mal, einen Weg, der relativ nah dran geht. Sie müssen dann nur anstatt links rum, rechts rum fahren und eben sagen, hier, jetzt brauche ich von diesem Bit, von dem in der Lupe die Koordinaten genommen wurden. Ich will nicht die Koordinaten haben, ich will die Farbe haben. Aber viel näher kann ich sie da leider nicht dranbringen. Superlayer fragt an, wie heißt das Programm, was ihr in dem Man in the Middle Angriff nutzt? Also ich meine die Darstellungen. Das ist ein ganz normales Grafikprogramm, das Layer unterstützt, also Ebenen. Und wir sind einfach nur hingegangen, haben so und so viele Ebenen erstellt und haben dann einfach diese Ebenen, das haben Sie natürlich im Video nicht gesehen. Aber man hat dann einfach die entsprechenden Ebenen angeklickt hintereinander, sodass da im Grunde dann eigentlich nur eine Diashow entstanden ist. Ist aber keine besondere Software. GIMP kann sowas, ist kostenlos. Video dazu haben wir schon erstellt.
Und wir haben allerdings hier eine kostenpflichtige Variante von Photoshop benutzt, die wir hier haben. Das ist Photoshop 7. Aber ich würde Ihnen deswegen nicht empfehlen, nur für diese eine Geschichte jetzt ein Programm zu kaufen. Wie gesagt, GIMP kann das Gleiche. Ted the Freak fragt an bezüglich Hacker-Tools. Ihr habt ja dieses Video zum Hacker-Paragraphen gemacht. Dies fand ich sehr interessant und deswegen habe ich etwas gegoogelt. Nun habe ich Erfahrungen über mehrere Hacker-Tools gesammelt. Nun wollte ich es fragen, ob es legal ist, wenn ich mir nun Kain und Abel runterlade. Aber genau den Punkt haben wir in dem Video angesprochen. Da geht es genau um solche Tools. Also am besten das Video nochmal schauen, denn es geht genau um solche Tools. Es gibt nur diesen einen Hacker-Paragraphen. Was war das jetzt? 182c oder was? 282c. Naja, gut. Also es gibt nur diesen einen Hacker-Paragraphen. Schauen Sie sich das Video nochmal an. Es geht in dem ganzen Video nur um den einen Punkt. Windows 7 Team. Ich habe mir gestern das Video angesehen, wo du ihr das mit dem Google-Banner verändert habt und habe mir das mal gemacht. War noch nicht fertig, dann habe ich meinen Rechner ausgemacht. Und jetzt habe ich ihn wieder an und Google, jetzt ist wieder euer Banner da. Ja gut, wenn Sie den Rechner ausgemacht haben, bevor Sie fertig waren, haben Sie das Ganze wahrscheinlich nicht gespeichert und deswegen sind immer noch die Standardeinstellungen von unserem Skript aktiv. Und diese Standardeinstellungen laden ja auch unser Banner. Also einfach das Ganze nochmal machen und diesmal abspeichern vor dem Abschalten. Fritz Jefferson. Er hat wirklich ein Problem. WLAN. Ich habe eine Testversion von Norton 360 auf meinem PC installiert. Ja, das ist übel. Mein Problem ist nun, dass mein F installiert. Aber als ich es wieder deinstallieren wollte, funktionierte dies nicht. Ja, das ist das Problem bei diesen Geschichten. Nicht unbedingt bei Norton 360, sondern bei allen. Die lassen es nicht zu, dass sie das Ganze wieder deinstallieren. Zum Teil nicht unberechtigt, denn ich sag mal so, jeder drittklassige Virus-Trojaner würde auch versuchen, die Software zu deinstallieren. Und woher sollen denn Ihr Computer oder Norton 360 wissen, dass Sie nicht irgendein gemeiner Virus sind? Deswegen, das ist oftmals die letzte Pest. Kann man leider nichts anderes zu sagen, als versuchen Sie es im abgesicherten Modus zu deinstallieren. Und wenn das nicht geht, dann bleibt dann nur noch das Neumachen. Ansonsten natürlich im Internet prüfen, ob es da eventuell irgendeinen Trick gibt. Vielleicht bietet Norton irgend sowas an. Aber ehrlich gesagt, wenn die sowas anbieten würden, dann könnten sie es ja auch direkt in ihre Software einbauen. War Pictures. Er fragt an. YouTube hat ihn gefragt, ob er nicht Partner werden will. Und er fragt, wie viel Geld kann man damit verdienen? Das kann man nicht sagen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Denn es hängt davon ab, wie viele Klicks, sage ich jetzt mal, wie beliebt Ihr Channel ist. Bei so und so viel 100.000 Views pro Tag fallen auch so und so viel 1.000 Klicks auf die Werbung ab und daran verdienen Sie. Deswegen, wenn Sie jetzt ein Video haben, was irgendwie nur einmal in der Woche geschaut wird, dann können Sie irgendwie mit dem ersten Klick 2012 rechnen. Lollipop 123 fragt an. Ich habe mir das WLAN-Video Windows 7 Laptop ARP A eingegeben, aber verdammt, du hast gesagt, da soll nur eine stehen. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das so gesagt habe. Wenn doch, dann wäre das falsch. Da soll nicht nur eine stehen. Da soll auf jeden Fall nicht irgendeine IP stehen mit doppelter MAC-Adresse. Das war das Einzige, was wichtig ist. Wenn Sie in mehreren Netzwerken aktiv sind und Sie schreiben jetzt, Sie haben dort 8 IPs, dann kann das durchaus möglich sein. Ja, zum Beispiel, Sie haben also in der Regel ein Gateway für kabelgebundenes Netzwerk. Eventuell haben Sie ein anderes Gateway für LAN gebunden. Dann haben Sie eventuell ein drittes Gateway für VPN-Netzwerke. Dann haben Sie vielleicht ein viertes Gateway für ein Windows 7 Home-Netzwerk und so weiter und so fort. Deswegen, das ist so nicht ganz richtig. Ist da offenbar vielleicht von uns nicht ganz richtig ausgedrückt worden oder Sie haben es nicht richtig verstanden. Easel. Easel94. Es geht sich um das Video Ubuntu 9.10 mit Wubi unter Windows. Du hast da ein so tolles Windows-Design und ich wollte mal fragen, wie du das gemacht hast. Schauen Sie auf unserer Channel-Seite nach. Da haben wir gezeigt, wie man Windows XP so patchen kann, dass jedes andere Visual Style auch akzeptiert wird. Ist keine große Aktion. Drei, vier Schritte. Deswegen das Video kurz nochmal anschauen. Tobias 1, ISM 1. Ich wollte fragen, wie ich Endungen von Dateien verändern kann. Ich nehme mal an, Sie meinen, wie Sie Dateien konvertieren können.
Denn Endungen von Dateien, Sie können einfach eine Datei umbenennen. Das sollte eigentlich kein großes Thema sein. Rechte Maustaste über dem Explorer oder mit dem Explorer über dem Dateinamen, dann haben Sie im Kontextmenü die Möglichkeit, umbenennen anzuwählen. Aber ich denke mal, Sie meinen konvertieren. Und die Frage kann erst beantwortet werden, wenn Sie sagen, welche Datei Sie haben und wohin Sie die konvertieren wollen. Alpha T9. Ich habe in Visual Basic ein Programm gemacht und weiß nicht, ob ich das zum Download anbieten darf. Also das Programm ist, wenn ich auf einen Button drücke, ein Timer gestartet wird, der dann den Internet Explorer, den Internetbrowser zuspammt. Also mit dem Prozess Start und dann http://google.de, das heißt, der Browser wird aufgerufen. Dann wird die Form 1 versteckt und man kann sie nicht mehr finden. Also auch nicht im System-Tray. Also darf ich das zum Download stellen oder nicht? Also abgesehen davon, dass Sie sich mit dem Programm wahrscheinlich nicht so viele Freunde machen werden und in die Hall of Fame von selbstprogrammierten Programmen, die bei Microsoft nicht existiert, kommen Sie damit auch nicht rein. Ich nehme an, das zielt jetzt auf den Hacker-Paragraphen oder auf Hacker-Software ab. Und dazu haben wir vor kurzem ein Video erstellt. Schauen Sie sich das Video kurz an. Es gibt zwei, sage ich jetzt mal, Arten, die man nicht machen darf. Das eine war das Ausspähen von Daten. Das war, glaube ich, der Paragraph B. Und der Paragraph A war Einbruch in Datenbanken, glaube ich, war das. So, und die zwei, dafür darf man auch keine Software herstellen. Das heißt, wenn Sie einfach nur ein mieses Programm erstellen, dann sehe ich da kein Ausspähen von Daten und ich sehe auch kein Einbrechen in Datenbanken. Ich sehe einfach nur Malware. Deswegen muss rechtlich gesehen das Ganze eigentlich lauten, ja, Sie dürfen es einstellen. Es gibt riesige Softwarefirmen, die machen das jeden Tag und verdienen damit Millionen mit mieser Software. Patrick Internet, und ich meine damit nicht Microsoft. Patrick Internet, Webcam-Aufzeichnung. Kennt ihr ein kostenloses Programm, mit dem man von einer Webcam aufzeichnen kann? Meine Webcam habe ich hier gekauft. Normalerweise bietet der Hersteller dieser Webcam immer eine Microsoft-Webcam. Ja, ich nehme an, Microsoft bietet schon direkt ein Tool mit an. Ist da keine Software dabei gewesen? Deswegen, also ich schätze mal, Microsoft bietet da was an. Ansonsten, wir kennen uns mit den Microsoft-Programmen jetzt nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Software von denen sofort kann. Ich weiß, dass der Messenger, der Microsoft Messenger in der Lage ist, Videochat durchzuführen. Und zwar natürlich über diese Webcam. Ob da auch eine Aufzeichnungsfunktion dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal eher ja. Wenn es jetzt um YouTube geht, da können Sie anstatt, wenn Sie mal auf Video hochladen klicken, können Sie anstatt eine Datei auswählen, auch die Webcam aktivieren. Da können Sie also theoretisch direkt in die Webcam reden und das Video wird sofort hochgeladen. Ob das eine clevere Idee ist, ist eine andere Frage. Symphony fragt an. Windows Vista Hilfe. Nun, ich habe ein Problem mit meinem Vista Home Premium. Ich hatte die Original-CD von meinem Nachbar bekommen, die dann halt mit ihm installiert. Er meinte, wir sollen die Aktivierung einfach umgehen, später aktivieren. Allerdings, ich habe es vergessen, beziehungsweise den Code auch gar nicht mehr. Nun werde ich daran erinnert, Vista zu aktivieren. Hintergründe werden nicht mehr gespeichert. Und ich glaube, ich bekomme auch nicht mehr die volle Leistung. Nun, meine Frage ist, was kann ich da machen? Sich einen neuen Code oder gleich das ganze Programm kaufen? Das ist mir zu teuer. Mein Nachbar hat die CD vorher nicht aktiviert und Windows XP auf diesem Rechner zu installieren ist nicht möglich. Gut, da kann man wirklich nicht viel machen. Sie können sich den Schlüssel dazu kaufen, der ist genauso teuer wie ein Programm. Insoweit, da führt leider kein Weg drum herum. Wenn es kostenlos sein muss, kann ich Ihnen Ubuntu empfehlen, in der Hoffnung, dass das jetzt hier kein Laptop ist. Da gibt es schon mal ab und zu ein bisschen Schwierigkeiten. Aber kostenlos an Vista ist uns nicht bekannt, wie man da dran kommt. ProClimber fragt an. Es geht sich um das Video, ich schätze mal, Virenscanner oder Firewall. Aber mit welchem Befehl hast du das Paket Metasploit Framework runtergeladen? Einfach Metasploit auf Google suchen und Metasploit finden, Paket runterladen von deren Homepage. Wird nicht über apt-get quasi versorgt oder über die Paketverwaltung, sondern einfach direkt von der Homepage runterladen. Imona
wurde bestimmt schon öfters angesprochen, würde mich trotzdem interessieren, ob das Programmieren, ob der Programmieren von Trojanern, Stealern, Keyloggern illegal ist. Haben wir gerade ein Video zu online gestellt, und zwar das Video Hacker-Paragraph. Schauen Sie sich das einfach mal an, denn Trojaner, Stealer, Keylogger, ja, schauen Sie sich da mal an. Wenn da Daten gestohlen werden, dann wird es ein bisschen eng, würde ich mal sagen. Wenn Sie das Ganze nur zu reinen Lehrzwecken machen, wird es wiederum nicht eng, deswegen schauen Sie sich das Video an. Tom MLKJP, Spaßfrage. Kannst du mal bitte LOL sagen? Ich möchte nur mal hören, wie sich das anhört. Nein, ich würde niemals LOL in einem Video sagen. Early Reflection. Wie heißt die Software, die ihr in diesem Video verwendet? Richtig, das war die Frage, da bin ich zuerst vom Stuhl gefallen. Ich habe gedacht, das ist ein Witz. Das Video heißt TrueCrypt und ich hatte gedacht, das wäre eigentlich relativ logisch, dass die Software, die wir da benutzen, TrueCrypt heißt. Aber ich nehme an, wie eben in der Frage, Sie meinen die Grafik, die wir benutzt haben oder das Programm, mit dem wir die Illustration am Anfang gemacht haben, habe ich gerade schon gesagt, GIMP kostenlos, Video dazu schon erstellt, damit geht es. Wir haben ja allerdings eine alte Version vom Photoshop benutzt und damit geht es auch. Zum Schluss noch eine kleine Anmerkung. Ihr habt auf eurem Kanal einen Link zu Most Wanted Videos. Wie macht ihr die Semper-Videos? Und dort verlinken wir offenbar auf ein falsches Video. Werden wir zusehen, dass wir das fixen. Grafikkarte, nochmal Tom MLKJP. Ich lese das hier mal vor, weil er mich darum gebeten hat. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft, ungefähr 2 Wochen alt. Es hat eine ATI Radeon HD 480 50, nee, 4850 Serie Grafikkarte. Schon seit dem ersten Tage bleiben Spiele, wirklich jedes Spiel, einfach stecken. Und da bleibt mir dann nur noch der Taskmanager übrig oder sie stocken nur für ein paar Sekunden. Beides ist extrem nervig. In den letzten Tagen sogar so weit, dass mir nichts anderes übrig bleibt, als ihn mit der Power-Taste zu drücken, weil er nicht mehr anders reagiert. Wenn ich sie gezwungenermaßen beende, sehe ich die Fehlermeldung unten rechts, dass mein Anzeigetreiber ATI DMAG.sys nicht reagiert und wiederhergestellt wurde. Ich habe in diversen Foren schon nachgelesen, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin mit dem Problem. Wenn das ein allgemeines Problem von der ATI-Seite-Serie ist, da nur neue Grafikkarten kaufen, hilft da nur eine neue Grafikkarte kaufen. Denn kaputt ist sie ja eigentlich nicht, habe sie noch nicht lange. Wenn mir jemand helfen kann und so weiter und so fort. Also mit so einer Fehlermeldung direkt suchen. Ja, hier. So, und wie Sie schon schreiben, Sie sind nicht der Einzige. So, ich habe natürlich jetzt hier nicht alles durchgelesen auf die Schnelle. Es hat mir nur gereicht, um festzustellen, ATI HD 4850, das ist Ihre Grafikkarte, das ist Ihre Fehlermeldung. Sie haben zwar jetzt nicht geschrieben, dass es Vista 64-Bit ist, aber ist wahrscheinlich am Ende des Tages egal. Die wichtige Information ist, Sie haben den Rechner erst 2 Wochen. Bringen Sie ihn zurück. Naja, was haben Sie sonst für eine andere Wahl? Der Händler hat Ihnen was verkauft, was nicht funktioniert. Der kann zwar nichts dafür, weil er sich sagt, die Grafikkarte funktioniert eigentlich, weil der Treiber ist schlecht, aber den Treiber hat er ja auch installiert. Da gehe ich jetzt jedenfalls mal von aus. Wenn Sie nur die Grafikkarte benutzt haben, ist es immer noch ein bisschen gekauft haben, ist es immer noch ein bisschen grenzwertig. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich da sonst nicht, denn Sie haben nicht die Möglichkeit, nach deutschem Recht sich an ATI-AMD zu wenden, denn mit denen haben Sie keinen Vertrag. Sie haben nur einen Vertrag mit dem Händler, das heißt, da können Sie den Rechner zurückbringen, machen Sie da entsprechend Druck. Er soll Ihnen, wenn die Grafikkarte das Nonplusultra ist, dann soll er Ihnen eine andere Grafikkarte vorübergehend ausleihen. Das wäre noch das, wo Sie am kulantesten sein können. Ansonsten können Sie dem Händler sagen, er kann seinen Kram zurückhaben und Sie gehen irgendwo anders hin und kaufen sich dort eine Nvidia-Grafikkarte oder ähnliches. Also da ein bisschen Druck ausüben kann nicht schaden. Braucht der Händler sich auch nicht groß in die Hose zu machen. Der wird natürlich den Tod der 1000 Qualen sterben, machen die alle. Aber der Punkt ist, der stirbt denselben Tod nachher vor ATI auch und bekommt dann eine entsprechende Gutschrift. Also insoweit, das ist ein ganz schlechter Stil von AMD, wenn da wirklich ein riesiger Bug ist und die da nichts schaffen, innerhalb von 2 Wochen, so lange haben sie den Rechner ja schon, eine Lösung anzubieten. Also deswegen, ja, zurückbringen das Teil. Es hält nicht das, was es verspricht. Also auch wenn der Händler am Ende sagt, von wegen, ja, aber Windows läuft ja nur dieses Spiel oder nur alle Spiele laufen nicht. Ja, die Grafikkarte hat was ganz Bestimmtes zu können und sie muss auch alles können. Man kann auch nicht bei einem Porsche sagen, nur weil er nicht über 200 kommt, ist der Porsche an sich noch okay. Nein, der ist dann nicht okay, denn der ist dafür gebaut worden, um möglichst schnell vor der Wand zu landen.
Monsterstern, Partnerschaft YouTube. Er hat schon an die 11.000 Abonnenten und er hat sich schon zweimal beworben, aber die lehnen ihn wohl immer ab. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist denen der Text zu doof. Gut, das kann ich natürlich auch nicht sagen von hier aus. Kannst du mir vielleicht ein Beispiel geben, was ich denen schreiben kann, damit die mich annehmen? Nein, ein Beispiel können wir nicht geben, aber wir haben ein Video dazu gemacht, in dem bei uns gesagt wurde, was wir gemacht haben. Eventuell sich daran ein Beispiel nehmen. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das der einzig goldene Weg ist, aber kann ja sein, dass das dadurch funktioniert hat. Im Grunde genommen muss man eigentlich über den Text, wie bei jeder anderen Bewerbung, nur transportieren, dass man selbst das Nonplusultra ist. Also Sie sind das Größte seit der Erfindung des Schnittbrots und das müssen Sie YouTube halt glaubwürdig machen. So nach dem Motto, Ihre Videos, die gibt es sonst nirgendwo und ja, einfach nur das Größte. Okay.